Wir werden den Fernseher, diesen Dreckspill waschen. Ein heißes Ölbad wird ihm bestimmt gut tun. Jesus und Max von der Esso-Tankstelle. Heute Nacht nach der langen Schwenkschicht in einem Irrenhaus bei Bremen, als ich nach Hause fuhr mit Tempo 120 über Hörfer und Adler, wurde es mir plötzlich so heiß zur Schwarzfrau. Knöpfte mein Hemdweib auf und zog den Knall auseinander, der Akkordeon, und hatte das Gefühl, als würde ich gleich in die Luft fliegen. Vorsichtshalber flog zur nächsten Tankstelle und tankte 10 Liter Diesel und kaufte eine Tüte Pfeffer mit Verbot. Und da standen sie, Jesus und Max. Sie waren beide gut gelaunt, rauchten meine Joints und zogten ihre Fertigsätze. Ich nehme euch mit. Gut, zeig uns aber deine EC-Karte. Sie hat bestimmt ein paar interessante Endzeitziffern. Okay, mir geht schon etwas besser. Sagt mir, womit ich fahren soll. Meine Frau hat Hühnerfrikassee gekocht. Wir werden den Fernseher mit dem Drecksball waschen. Ein heißes Weltbad wird ihm bestimmt gut tun. Oder sie überfallen einen Rundfunksender. Es gibt zu wenig Spielplätze für Lebenskünstler und Trapezmeister. Was haltet ihr davon? Gar nichts. Fahr los, wir haben's eilig. Diesen Drecksgrill waschen. Ein heißes Ölbad wird ihm bestimmt gut tun.